Geld. Wir brauchten schon Geld. Dann gibt's diese... Okay, wir haben jetzt zwei Energietränke, weil ich so mein Geld raushaue. Obwohl wir für den nächsten Kontinent, den wir kaufen wollen, brauchen wir, glaube ich, 150.000. Und das wird mir dann zum Problem werden. Aber ist egal, Hauptsache ich habe meine zwei Tränke Alkohol. Oh. Muss ich halt doch Aufgaben machen und Geld sammeln. Okay, diese Stage heißt Steinzahnkaverne. Das sollte nicht zu schwer fallen. Das machen wir. Ach ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Dritte. Und es geht weiter mit Virulente Shake der Menschen. Das letzte Mal haben wir einen Zug zum Stillstand gebracht. Heute beenden wir die Stage nicht, bevor die Uhr 1:55 zeigt. Wir meistern die Stage nicht ohne Schaden, sammeln nicht 50.000 Münzen und wir berühren sicher irgendein Profil. Fossil, nicht Profil. Okay, Steinzahnkaverne. Und das war ein komischer Blaser. Mikrofon wegrichten. Okay. Okay, Blase hört sich nicht mehr komisch an. Ich hoffe, meine Stimme versteht man trotzdem noch klar. Weil ich habe das Mikrofon nicht mehr ganz so vom Mund, weil mir aufgefallen ist, es hat oft übersteuert, war zu laut oder man hörte eben solche Blaser. Deswegen habe ich es jetzt ungefähr irgendwo beim Kinn. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Ist egal. Machen wir halt ein kleines Workout, du kleiner blöder Fratz. Jetzt nicht mehr. Bams. Ich kann mich an diese Welt erinnern und das ist ein blödes Rätsel, weil... Dieser Stein darf nicht auf den Geldsack fallen, weil sonst ist er weg. So, okay. Und wieder mal sage ich, die Musik in dem Spiel finde ich total cool. Die Musik habe ich sogar schon wieder vergessen gehabt. Okay, aber jetzt kannst du runter, weil diesmal brauchen wir dich, damit wir da hochkommen. Und da wollen wir auch noch hoch und da genauso. Und da ist nämlich noch ein Geldsack. Und ihr bleibt schön da. Nein! Fuck! Okay, ist egal. Nächster Raum. Bop. Zuerst mal runter. Ah ja, cool, da kommt die Feuerfähigkeit. Die wir ja... Willst du mich umbringen? Okay. Ja, genau. Ihr kennt sie noch aus Wildland 4. Das ist eine von den drei einzigen Fähigkeiten, die hier noch vorkommen. Und... Bams. Das für den Geldsack wollen wir aber nicht berühren. Okay. Weil wenn wir den Geldsack berühren, ist er auch weg. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung und ich glaube auch, das stimmt so. Ah ja. Okay, da müssen wir richtig timen. Ich hoffe nur, dass die Bombe nachkommt. Bombenblöcke kommen ja nicht nach. Okay, ups. Ach ja, die bleibt ja dann sowieso am Boden. Warten, timen. Ist da oben sonst noch was? Ich glaube nicht. Irgendwo später kommen dann mal solche Rätsel, wo man timen muss. Mit dem habe ich das gerade verwechselt. Okay, egal. Bams, bams, bams. So, die andere Richtung ist nur Wasser, okay. Dann gehen wir mal weiter hoch und du machst wieder ein kleines Workout, stirbst dafür und diese Fossile darf man nicht berühren. Ja, und das fällt besonders schwer, wenn wir da drauf hüpfen müssen, um den Schalter zu aktivieren. Aber wir haben ja diesen Gegner da getötet. Den ich vielleicht nicht töten hätte sollen, mit dem können wir dann den Schalter abschießen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es gerade schon wieder verkackt. Den kriege ich nicht mehr rauf. Okay, ist egal. Ich will die Aufgaben ja sowieso nicht machen, deswegen haben wir gerade ein Fossil berührt, ohne dass ich es wirklich wollte. Okay, jetzt ist es auch schon egal. Aufgabe verkackt. Ups, aua. Das tat ein bisschen weh, aber nur ein bisschen. So, okay. Dann gehen wir mal weiter. Und wir haben noch keinen einzigen Schatz, oder? Ich hoffe, wir haben keinen verpasst. Ich habe keinen Bock, nochmal Level zu machen.
Ah ja, da kommen wir dann raus. Das können wir nur mit dieser super Turbo-Box-Attacke da durchbrechen. Und dich brauchen wir nicht. Ups. Oh. Sag mal. Dann machen wir es halt wieder mit Normalspringen. Das ist oft leichter in dem Spiel. Ja. Dann mach du mal weiter. Warte, war da nicht was jetzt gerade? Ah ja, genau, nur das. Du blöder Stacheldingsbums-Typ. Du blöder Stacheldingsbums-Typ. Dich brauchen wir. Schön geduckt bleiben und go! Fossiler Schlägel. Okay, sieht gut aus. Und wieder zurück. Okay. Okay. Nein! Nicht runterfliegen. Normal hüpfen, bitte. So, okay. Und ein Knoblauch wäre nicht schlecht. Dankeschön, dass ihr gerade so schön vorbeikommt. Und ich dachte schon, du hast nichts. Was? Okay, danke. Und du kannst ihm gleich folgen. Wir brauchen wieder Feuer. Wir brauchen wieder Feuer. Aber das Blöde ist, das kommt nicht zum Brennen, weil es gleich ins Wasser fällt. Deswegen müssen wir das anders machen. Eine Fledermaus. Tot und verkackt. Komm her. So. Dich brauchen wir jetzt. Dich brauchen wir ganz dringend. Yeah. Ich hab's verkackt. Sowas von verkackt. So, okay, komm. Jetzt vernünftig. Part dauert schon wieder 7 Minuten. Ich glaube, das habe ich letztes Mal genau zu der Zeit auch gesagt, wenn du stirbst. Brauchen wir nicht. So, wir brauchen eine Fledermaus. Oder wir brauchen dich. Danke, dass du uns noch verletzt, obwohl du schon auf dem Rücken liegst. Nee, wir brauchen eine Fledermaus. Komm, Fledermaus. Wo zielst du eigentlich hin? So. Könnte ich mich selber auch mal fragen. Okay. Das hat funktioniert. Ups. Was machst denn du jetzt da? Bams. Okay. Und hier haben wir schon wieder eine Röhre. Ist da wieder ein Bombenrätsel jetzt drin, wo man timen muss vielleicht diesmal? Genau. Genau. Komm, das könnte sich noch ausgehen. Genau nicht. Okay, ein bisschen früher, vielleicht gleich mit reingehen. So, komm, 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 bitte, bitte, bitte. Mensch. Okay. So vielleicht. Nein, also zuerst rücken und dann bücken. Warum mache ich es mir eigentlich nicht einfach? So. Geht doch viel leichter. So, einer mit goldenem Henkel. Aha. Okay. Ich bin auch einer mit goldenem Henkel. Ich bin ekelhaft, ich weiß. Upsi. Du Blöder. Du Blöder. Gib mir Knoblauch. Danke. Und wieder Strange Legs. Strange Leg Power, I love you. Strange Leg Power, I hate you. No, garlic giving, bad, I hate you. Und was soll das sein? Ah ja, das geht rauf und runter. Aber zuerst schauen wir wieder mal unten nach. Ah, cool, da kommen wir erst raus oder rein, wenn Dingsbums ist. Okay, aber da werden wir wahrscheinlich vorbeikommen, weil durch die Zähne können wir dann durchbrechen da. So.
komm, komm, komm. Ich will da doch nur rauf. Was ist daran wieder mal so schwer? Komm, dann halt wieder normal springen. Normal springen ist manchmal besser, als wie man denkt. Und wir haben alle Schätze. Okay. Küsschen, Tucker. Ach, das bräuchte ich jetzt auch. Und Strange Legs. So, das war's. Aufnahme, du wirst gestoppt. So, MacLegger. Gehst du jetzt? Oder auch nicht? Dann laufen wir halt im Kreis, bis es aufhört. Bam, 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 okay. MacLegger, du bist eine Sau. Und da vorne ist schon das Ziel und ich will das haben. Danke. Ich will das Geld. Und nicht aus Versehen in den Käfig reinlaufen, weil sonst können wir den Kontrollpunkt vergessen, weil ich glaube, der verschwindet sogar, wenn wir den Käfig schon aufheben. Okay, dann legen wir mal los. Yes. Und Dampfattacke. Und wir laufen. Und da ist ja eine Röhre, in die wir rein wollten. So, und wie kommen wir da hoch? Ah, da ist Geld. Aber dazu müssten wir da hochkommen, zu der Laufmaschine. Halt nicht. Toll. Ich hätte doch lieber den anderen Weg nehmen sollen. Ja, hätte ich. Wisst ihr was? Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich will nicht in die Röhre rein. Ich will durchrennen, wie sonst immer. So, okay. Und runter. Und laufen und durch die Zähne. Ich will euch das zeigen, wie alle Dinosaurier dann zahnlos aussehen. Achso, da kommen wir dann runter. Und da zur Laufmaschine. Also war die Röhre sowieso völlig für den Arsch. Ah, da muss ich dann umdrehen. Oder auch nicht. Warte mal, ich schau mal. Wie kann ich da dann vernünftig hin? Weil da ist ja viel zu eng. Ich will das nur nachsehen. Kein Grund zum Aufregen. Wie komme ich denn da runter? Komme ich ja gar nicht runter. Ich könnte nur die Münzen einzeln einsammeln, aber darauf habe ich auch keine Lust. Ach Gott, Lord, es sind nur Münzen, jetzt renn da einfach dann durch. Ich dachte, vielleicht kann man übers Wasser da unten rennen, aber anscheinend nicht. Das ist halt dann dafür gut, wenn man das Level schaffen will, ohne Fossile zu berühren. Dann würde ich da unten durchlaufen, weil so, wenn man durchrennt, dann muss man ja ein Fossil berühren. Also da, berührt, berührt. Das meine ich halt. So. Warte, da oben. Den Diamanten könnten wir holen, aber ich habe gerade keine Lust. Weil ich habe ja gezeigt, wie man da... Okay. Jetzt kann ich den Diamanten auch holen, weil da kann ich... Könnte ich zwar auch noch durchrennen, indem ich mich dann da ducke und so, aber nee. Das ist dann für die Leute, die es wirklich unter der Zeit beenden wollen. Ein guter Trick. Also, man kann auch durchrutschen mit dieser Laufbox, wenn man sich bückt. Das macht Yavari wahnsinnig gern. Ich bin ekelhaft.
Also da oben würde man da überall durchkommen und dann wahrscheinlich auch nochmal durch die Dinosaurierzähne. Also da durch und dann läuft man da. Achso, da kommen gar keine Dinosaurierzähne mehr, okay. Okay. Ist egal. Beenden wir den Part halt mal. Ist ja alles wurscht. Wurscht. Gar nichts geschafft. Wie immer. Diese Stage heißt versteinerte Mine. Das sollte nicht allzu schwer fallen. Okay, dann gucken wir uns noch die Schätze an, weil die sind ja so super gewesen wieder mal. Und jetzt erleben wir wieder ein Witzfeuerwerk der Sonderklasse. Fossiler Schlegel, weißt du, was sehr lecker war? Dinofleisch. Frisches gibt's ja heute leider nicht mehr. Küssing-Tacker, der erste einer Reihe von Büroartikeln für einsame Büroangestellte. Aha, und was gibt's dann noch? Ich will es gar nicht wissen. Eimer mit goldenem Henkel. Achso, Eimer, ich habe Einer gelesen. Wie kann man die ideale Form eines Eimers weiter verbessern? Mit einem Batzen Gold! Ja, das ist Wario. Vor allem hat er ja wirklich nur so einen Batzen Gold dran geklebt. Okay, ist egal. Das nächste Mal, wir haben ein Drittel des Spiels übrigens. Von den Stages her und von den Schätzen. Das nächste Mal spielen wir die versteinerte Mine. Bis zum nächsten Mal, tschüss.